Gut, dann würde ich meinen, fangen wir an. Herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Florian Bruchin und ich mache heute das Webinar zu PyTest. Wir machen diese Webinars ja normalerweise, also die ENS-Webinars, auf Schweizerdeutsch. Ich habe mich jetzt entschieden, das auf Hochdeutsch zu machen, weil ich glaube, auch ein paar Leute allgemein aus dem deutschsprachigen Raum profitieren können. Sie können gerne über das Teams Fragen stellen. Das sollte auf der rechten Seite, glaube ich, eine Eingabemöglichkeit geben dafür. Ich werde dann auch Sie bei Gelegenheit mal noch ein paar Dinge fragen, einfach so, damit ich einschätzen kann, was mein Publikum so ist und nicht so ganz in die Leere rede. Nun gut. Wie schon gesagt, vielleicht anfangs ein paar kurze Worte zu mir. Mein Name ist Florian Bruchin. Ich programmiere etwa seit 2006, seit 2011 dann in Python. Mein Hauptprojekt, was mich auch heute noch fast täglich begleitet, ist ein Webbrowser in Python geschrieben, namens Qt Browser. Das ist ein Browser, der auf Tastaturbedienung ausgelegt ist und auf Power User. Da bin ich jetzt seit 6,5, bald 7 Jahre dran. Mit diesem Projekt habe ich dann auch angefangen, PyTest zu nutzen im 2015. Als Teil eines Projekts dort namens Adopt PyTest Month. Bei diesem Adopt PyTest Month ging es darum, dass Leute, die PyTest schon ziemlich gut kannten, dass die Open Source Projekten helfen, PyTest zu PyTest zu wechseln. So bin ich dann da gelandet, habe angefangen, PyTest selbst für meine Zwecke zu verbessern und auch zu verschiedenen Plugins beigetragen. Ziemlich schnell ging das dann eigentlich und ich war einer der Core-Maintainer von PyTest, weil ich da einiges gemacht hatte. Und habe dann auch angefangen, Kurse zu geben zu PyTest. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Dieses Webinar ist eigentlich, man kann sagen, eine abgekürzte Version meiner PyTest-Kurse. Eine sehr stark abgekürzte natürlich. Ich habe für diese Kurse dann auch unter anderem und für spendenfinanzierte Arbeit an Qt Browser eine kleine Einzelfirma gegründet namens Bruchin Software und bin auch hier am INS an der HSR 40% angestellt für verschiedene Python-Dinge und vor allem auch das Betriebssystem im Modul. Also dann eher C und Assembler, eher Low-Level-Dinge. Macht mir sozusagen beides Spaß. Wie schon kurz erwähnt, ich habe solche PyTest-Kurse an verschiedensten Python-Konferenzen und in verschiedensten Firmen in-house gegeben. Da werde ich dann auch am Ende noch kurz ein bisschen was dazu erzählen. Jetzt wäre ich schon ganz froh, wenn Sie vielleicht mit dieser Fragefunktion ganz kurz ein paar Stichworte dazu sagen, was Sie schon mit PyTest gemacht haben oder mit Unit-Tests auch in Python. Also haben Sie noch gar keine Erfahrung mit Testen? Haben Sie schon einen Unit-Test benutzt oder nutzen Sie schon PyTest und wollen einfach mehr dazu erfahren? Ja, wäre ich ganz froh, wenn ich Sie da ein bisschen einschätzen kann. Ich habe sicherlich genug Material für diese Stunde, werde aber trotzdem schauen, dass ich nicht oder fast nicht die Zeit überziehe. Es kann also sein, dass ich mal ein, zwei Folien überspringe, wo ich der Meinung bin, das ist jetzt nicht so essentiell. Was wir anschauen werden, ist ganz kurz am Anfang, wieso schreiben wir überhaupt Tests und so ein paar Grundbegriffe, Konzepte zum Testen. Dann soll es dann aber schon ziemlich schnell zu PyTest übergehen und welche Features PyTest denn so hat. Wir werden anschauen, wie man Tests mit Marks markieren oder gruppieren kann, wie man Tests überspringen kann. Dann werden wir uns Parameterization anschauen, also wie man einen Test mit verschiedenen Datensätzen, denselben Test laufen lassen kann. Wir werden vermutlich relativ lange Fixtures anschauen, was so ein großes Grundkonzept ist von PyTest, wie wir also Tests mit Daten oder mit Objekten befüllen können und auch wie wir Setup und Teardown machen, also irgendwo ein Objekt aufsetzen und dann wieder aufräumen am Schluss. Wir werden uns anschauen, vielleicht ganz kurz, wie wir zu PyTest migrieren können von bestehenden Unit-Test-Frameworks. Dann ganz kurz anhand ein paar Beispiele werde ich zeigen, wie man Plugins schreiben kann für PyTest und was es so für Plugins gibt.
Und am Schluss mache ich dann noch so ein bisschen Werbung, was es denn noch so für Kurse gibt, falls Sie das Ganze jetzt hier interessiert und Sie gerne eine längere Version davon haben wollen. Gut, erstmal kurz ein paar Worte zu Testing allgemein. Warum testen wir denn überhaupt? Ich würde sagen, die Grundidee hinter den Testen ist, dass wir uns sicher sein können, dass unser Code funktioniert und dass wir oder natürlich auch andere Personen Änderungen machen können, ohne Angst zu haben, dass wir dabei irgendwas kaputt machen. Das kann, gerade wenn man jetzt vielleicht neu ist zu einem Softwareprojekt oder ein bestehendes Projekt irgendwo übernimmt, kann das ja ziemlich problematisch sein, weil man dann nicht genau weiß, was man macht. Und die Tests können da einem halt helfen, sich darin zurechtzufinden und auch zu wissen, okay, ich kann jetzt diese Änderung machen, ohne dass was kaputt geht. Heißt also, Testen führt ganz salopp gesagt zu schnelleren Entwicklungszyklen und zu kollaborativem Entwickeln, weil man dann eben auch mit mehreren Leuten zusammenarbeiten kann, ohne Angst zu haben, dass etwas kaputt geht und hoffentlich ohne in so einen Stand zu kommen, wo man sich nicht mehr getraut, Änderungen an seinem Code zu machen, weil ab da wird es dann ziemlich schwierig. Meistens reden wir von drei verschiedenen Arten von Tests. Zum einen Unit-Tests oder teilweise auch Micro-Tests genannt, die also einfach eine Einheit, meistens eine Funktion oder eine Klasse testen. Integration-Tests, die testen, ob mehrere Komponenten gut zusammenarbeiten. Und Functional-Tests oder auch End-to-End-Tests, System-Tests, Acceptance-Tests. Die so den ganzen Stack quasi testen. Also wenn wir jetzt irgendwo eine GUI-Applikation haben, vielleicht die GUI-Applikation ausführen und da Klicks simulieren oder sowas. Das war dann eigentlich schon fast alles, was ich so auf dieser Meta-Ebene, sage ich mal, sagen will, weil ich ziemlich schnell jetzt zu PyTest gehen will. Im ganzen Kurs werde ich da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, natürlich. Die Frage, die man sich dann stellen muss oder stellen kann, was ist eigentlich der Job von solchen automatisierten Testtools? Zum einen eben natürlich, wir wollen wissen, funktionieren unsere Änderungen, aber so ein Testtool soll es uns vor allem einfach machen, Tests zu schreiben und möglichst hilfreich sein, wenn die Tests fehlschlagen. Wenn der Output bei einem Fehler, wenn der nicht hilfreich ist, dann soll es uns Möglichkeiten geben, irgendwie daran was zu ändern, das zum Beispiel Plugins zu schreiben. Und PyTest erfüllt das sehr schön. Also PyTest ist super anpassbar an die eigenen Umstände und auch erweiterbar durch Plugins. Ich war zum Beispiel schon in Firmen, die mit PyTest gar keinen Python-Code testen, sondern zum Beispiel Kühlschränke und Waschmaschinen. Oder ich weiß von Firmen, die Audio-Codecs mit PyTest testen. Also es kann sich auch sehr gut eignen als Grundlage, wenn man halt selber einen Testrunner will für irgendwelchen anderen Code, der gar nicht unbedingt Python sein muss. Oder eben auch physische Geräte sogar. Jetzt zu den Basics von PyTest. Zum einen mal so die fundamentellen Features, die uns PyTest bietet. Wir können Testcode schreiben, der möglichst kein Boilerplate enthält. Boilerplate ist Code, den wir schreiben müssen, der aber eigentlich gar nichts macht, weil der gar nicht wirklich einen Nutzen hat. Wir kriegen nützliche Informationen, wenn ein Test fehlschlägt. Wir können Tests parametrisieren, also einen Test schreiben und in mehreren Datensätzen füllen. Wir können Setup und Teardown sehr modular machen mit den PyTest-Fixtures. Und wie vorher schon kurz erwähnt, PyTest ist sehr gut anzupassen an die eigenen Umstände. Jetzt, wenn Sie PyTest so tagtäglich benutzen, dann werden Sie das wahrscheinlich aus einer Idee heraus machen. Das geht zum Beispiel mit PyCharm geht das ganz gut. Da kann man PyTest dann direkt ausführen und sieht auch in der grafischen Oberfläche, wie die Tests so laufen. Ich werde jetzt aber für diese Präsentation primär das Command-Line-Tool benutzen.
Und zwar einfach, weil es einige Features gibt vom PyTest, die man halt nur so nutzen kann, weil es gewisse Command-Line-Argumente braucht dazu. So für den tagtäglichen Brauch würde ich Ihnen empfehlen, eine Mischung aus beiden zu machen. Also es kann durchaus nützlich sein, PyTest in der IDE integriert zu haben, aber wenn man mal gewisse Dinge sich genauer anschauen will oder so, dann ist es halt auch nützlich, PyTest auf der Kommandozeile zu kennen. Ich persönlich nutze PyTest primär so auf der Kommandozeile, weil ich so eigentlich ein Linux-User bin, und das gerne so mache. Jetzt hier werde ich das auf Windows machen, weil Microsoft Teams, dieses Live-Broadcasting nur auf Windows funktioniert leider. Werde PyTest aber im Windows Subsystem, for Linux, also im WSL, ausführen, nur dass sie dadurch jetzt nicht verwirrt sind in den Live-Demos. Wie findet PyTest denn unsere Tests? Es geht über das Dateisystem, also über das aktuelle Verzeichnis oder über eine Datei oder einen Ordner, den wir mitgeben, und sucht da nach Dateien, die mit Test Underline beginnen. In diesen Testdateien sucht es Funktionen, die ebenso mit diesem Namen beginnen, und Klassen, die mit Test beginnen, sowie auch Klassen, die von Unitest Test Case, also das Unitest Framework, was mit Python mitkommt, davon ableiten. Das heißt, wir müssen nicht irgendwo unsere Tests registrieren oder so, wie das teilweise bei anderen Test-Frameworks der Fall ist, sondern wir müssen einfach nur diese Test-Underline-Funktionen schreiben. Das kann jetzt nach ein bisschen Magie ausschauen, aber in der Praxis macht es halt viel einfacher, Tests zu schreiben, weil es eben diesen Boilerplate-Code verhindert. Heißt also, auf der rechten Seite im grauen Kasten sehen wir, wie so ein Test mit der Unitest-Library aussehen würde. Ein ganz einfacher Test, wo wir eine Variable setzen und dann schauen, ob die gleich einem Wert ist. Und wir sehen da ganz schnell, wir haben da ziemlich was zu schreiben, also ziemlich viel Overhead oder eben so Boilerplate-Code, der eigentlich nichts macht. Auf der linken Seite ist derselbe Test mit PyTest. Und man sieht schon ganz schön, finde ich zumindest, PyTest macht es einem einiges einfacher, diese Tests zu schreiben und auch zu lesen. Ein großer Grund dafür ist, dass wir nicht unbedingt unsere Tests in Klassen verfassen müssen. Wir können das, wir können Klassen nutzen, um einfach Tests zu gruppieren, die irgendwo zusammengehören. Hier in diesem Beispiel ein Test Utils, was dann vielleicht alle Dinge aus einem Utils-Modul testet. Aber wir können genauso wie auf der vorherigen Folie einfach eine Funktion schreiben und das ist dann unser Test, ohne dass wir eine Klasse schreiben müssen. Mit dem Unitest Framework was mit Python eingebaut ist, definieren diese Testklassen oft auch Fixtures oder das, wofür wir in PyTest Fixtures nutzen. Wir haben also eine Setup- und Teardown-Methode in diesen Klassen, ähnlich wie bei eigentlich fast allen Test-Libraries, die von JUnit inspiriert sind, wie auch dieses Unit-Test-Framework. In PyTest haben wir dafür Fixtures, ein ganz anderes Konzept, was ich nachher noch kurz vorstellen werde. Ein Grund auch, warum PyTest-Tests viel einfacher zu lesen und schreiben sind, ist, dass wir nicht diese Assert-Methoden, diese speziellen, also True, Assert Equal und so weiter nutzen können, sondern wir können einfach das in Python eingebaute Assert-Statement nutzen und danach eine Condition schreiben, wie wir das auch bei einem If-Statement zum Beispiel machen würden. Normalerweise macht man das nicht so in Test-Frameworks, weil der Test-Runner dann keine Gelegenheit hat, um mehr Infos anzuzeigen, weil so ein Assert ist ja ein Keyword von Python und ein Assertion Error ist normalerweise dann nicht genauer, kann sich PyTest intern nicht genauer anschauen. Aber PyTest macht hier auch wieder ein bisschen Magie, damit das funktioniert. Und auch da wieder, man sieht schon ein bestimmtes Muster. PyTest macht ein paar Dinge, die vielleicht ein bisschen seltsam sind oder ein bisschen magisch wirken.
Aber PyTest macht das schon sehr lange und es funktioniert dann in der Praxis eben doch sehr gut. Jetzt werde ich auch schon zur ersten Live-Demo kommen, wie PyTest-Output denn so aussieht, wenn etwas fehlschlagt. Zum Anfang werde ich hier diesen einfachen Test zeigen mit einer Divide-Funktion, die einfach nur x durch y teilt und einem Test, der dann das mit y gleich 0 aufruft, also eine Division durch 0 provoziert. Für die Tests oder für die Demos, Entschuldigung, nutze ich das Jupyter Notebook oder Jupyter Lab, besser gesagt. Ist einfach ein Ding, was im Browser läuft, wo ich PyTest ausführen kann und auch Files schreiben kann. Das heißt, ich nutze das jetzt ähnlich wie ein Terminal, um Ihnen diese Live-Demos zu zeigen. Am Schluss des Webinars werde ich das dann noch ein bisschen aufräumen und als eine HTML-Datei exportieren. Dann können Sie also die Demos auch nochmal in Ruhe durchlesen. Ich werde versuchen, da relativ zügig durchzugehen, weil eben ich habe sicher genug Material für diese Stunde. Wenn ich jetzt also dieses Test, ups, kurz ins richtige Verzeichnis wechseln. Wenn ich jetzt also dieses Test-Traceback mit der Division durch 0 ausführe mit PyTest, dann sehe ich hier die Exception Division by Zero, die aufgetreten ist. Und ich sehe vom PyTest auch gerade im Output den Code, der diese Exception verursacht hat. Heißt also, PyTest versucht mir da möglichst nützlichen Output zu geben, damit ich eigentlich gleich sehe, wo der Fehler liegt, ohne dass ich da noch von Hand irgendwo im Code zum Beispiel nachschauen muss. Das Ganze treibt PyTest aber noch um einiges weiter. Zwar versucht es auch bei verschiedenen Datenstrukturen möglichst nützlichen Output mir zu geben. Ich habe hier eine Datei, wo ich einfach verschiedene Arten von Vergleichen mache. Und man sieht jetzt hier, wenn ich einen Text vergleiche, kriege ich hier gerade die Differenz zwischen den zwei Texten oder zwischen den zwei Strings. Wenn die Texte sehr ähnlich sind, zeigt mir PyTest, wo genau die Differenz ist, damit ich da nicht von Auge nochmal suchen muss. Wenn diese Texte sehr lang sind, dann fängt PyTest an, die abzukürzen und die Bereiche, die identisch sind, mir gar nicht mehr erst anzuzeigen. Und ganz ähnlich funktioniert das dann auch bei Listen, bei Dictionaries. Da sehen wir dann, welches Element der Liste oder des Dictionaries unterschiedlich war. Bei Sets kriegen wir eine Liste von Items, die da zusätzlich zum Beispiel drin sind. Und so weiter und so fort. Auch wenn wir einen Not in benutzen, dann erkennt das PyTest und sagt uns, hier in diesem String, an dieser Position ist dieses Wort drin, was eigentlich nicht drin sein sollte. Also auch hier wieder, PyTest versucht, uns möglichst viele und möglichst schöne Informationen zu geben, wenn ein Test fehlschlägt. Ich will ganz kurz ein paar Optionen erwähnen, die man PyTest mitgeben kann. Ein Großteil davon werde ich jetzt hier in diesem Webinar nicht im Detail anschauen können, aber es sind so die, die ich öfters mal benutze. Wir werden sicher -V benutzen in den Demos, um ein bisschen mehr Output zu kriegen, also zum Beispiel die Namen der Tests, die durchlaufen. Wir können -S benutzen, um das Output Capturing abzustellen. Dazu werde ich gleich noch was zeigen. -X, um beim ersten fehlgeschlagenen Test PyTest zu beenden. -K und -M wie Keyword und Marker, um Tests zu filtern. Also nur ein paar wenige Tests zum Beispiel laufen zu lassen, anstatt die ganze Testsuite. Und es gibt noch ein paar Optionen, noch deutlich mehr als hier aufgelistet, um den Output ein bisschen anzupassen. Also wir können zum Beispiel sagen, wir wollen nicht noch diesen Code sehen in den Exceptions, sondern wir wollen da eine kürzere Ausgabe, vielleicht weil
gerade sehr viele Tests fehlschlagen und wir eigentlich nur eine kurze Übersicht wollen. Oder wir können halt auch mehr anzeigen. Ich werde jetzt hier nur eine kurze Demo machen, was passiert, wenn wir in einem Test ein Print-Statement einfügen. Ich nutze hier also eine Funktion von Jupyter namens WriteFile, um einfach einen Text in eine Datei zu schreiben. Ich habe hier einen Test, der eigentlich nichts macht. Einen Test, der immer fehlschlägt. Ich werde jetzt in beiden Tests mit Print einen String ausgeben. Das Pause kann ich mir jetzt hier eigentlich schenken, weil es nur da ist, wenn ich kein Statement in dieser Funktion habe. Wenn ich jetzt PyTest ausführe, dann werden alle Ausgaben von Tests, die durchlaufen, werden nicht angezeigt. Das heißt, ich kann auch Dinge loggen oder ausgeben in Tests, zum Beispiel Debug-Informationen, ohne dass mich das stört hier, wenn ich die Tests ausführe. Nur wenn ein Test fehlschlägt, dann sehe ich hier den Captured Standard Output. Also dann wird mir der Output angezeigt, weil das ja nützliche Informationen sind meistens, um diesem Fehler auf den Grund zu gehen. Ich kann jetzt PyTest aber auch mit -s ausführen. Und dann sehe ich hier, dass PyTest diesen Output nicht mehr captured, also nicht mehr unterdrückt oder mitschreibt, sondern dass hier halt inmitten von diesem Test-Output ich den PyTest, inmitten des PyTest-Outputs sehe ich die Prints von meinen Tests. Heißt also, auch hier wieder, PyTest versucht uns eigentlich Output zu geben, der so schön und so nützlich wie möglich ist. Wenn ich jetzt Kommandozeilenoptionen habe, die ich irgendwie ganz nützlich finde, zum Beispiel -x, um beim ersten Test, der fehlschlägt, gleich abzubrechen, anstatt den Rest auch noch auszuführen, dann kann ich mir ein pytest.ini-File schreiben und da eine Option addOpts setzen. Und PyTest wird dann diese Option immer hinzufügen bei jedem Aufruf, ohne dass ich die explizit hinschreiben muss. Ich werde dieses Demo jetzt hier überspringen und stattdessen noch kurz zeigen, was ich denn mache, wenn ich eine Exception habe, bei der ich aber erwarte, dass sie auftritt. Ich könnte ja sagen, ich will meine divide-Funktion von vorhin testen mit 3 und 0 und will dann sicher sein, dass eine Zero-Division-Error dabei auftritt. Um das zu tun, nutze ich ein Feature von Python, das sich Context Manager nennt, also diese With-Blöcke. Sie kennen das vielleicht von Open, Built-in, With, Open, bla bla bla, ASF. Um die Datei dann auch schön zu schließen. Aber man kann auch eigene solche Blöcke implementieren in Python. Und PyTest hat das hier gemacht, dass wir sagen können, with pytest.raises zero division error und dann unseren Code in diesem Block haben. PyTest prüft dann also, tritt dieser zero division error wirklich auf? Und wenn der jetzt nicht auftreten würde, dann würde der Test fehlschlagen. Oder auch wenn eine andere Exception aus dieser Zero Division Error auftreten würde. Als nächstes will ich ein bisschen auf Marks eingehen. Marks sind quasi Tags oder Kategorien oder auch zusätzliche Informationen zu Tests. PyTest nutzt dazu die Decorator-Syntax von Python. Heißt also, wir haben so ein @pytest.mark oberhalb einer Testfunktion und können da dann beliebige Labels dazufügen. Das heißt, hier anstatt Codec X und Codec Y könnte ich auch
irgendwas anderes schreiben. PyTest mark slow, PyTest mark integration. Wenn ich zum Beispiel alle langsamen Tests oder alle integration Tests so markieren will. Ich muss dann diese Marker in einen PyTest-INI noch registrieren, würde sonst eine Warning von PyTest kriegen, weil es ja sein könnte, dass ich hier irgendwo einen Schreibfehler habe in diesem Mark. Plus auch, es hilft, um diese Marks zu dokumentieren. Ich kann jetzt PyTest dann mit -m ausführen und dann einen Mark mitgeben. Und PyTest führt mir nur die Tests aus, die halt diesen Marker enthalten. Ich zeige das ganz kurz mit diesem Beispielfile hier. Wenn ich jetzt also PyTest hierauf ausführe mit -v, um die Tests zu sehen, dann sehe ich, dass beide Tests hier laufen. Ich kann aber -m CodecX zum Beispiel mitgeben. Und es läuft dann nur dieser Test Codec X. PyTest sagt mir dann auch One Deselected. Also es gibt einen Test, den ich hier ausgeschlossen habe. Jetzt hier in diesem Beispiel macht das natürlich wenig Sinn, weil es nur zwei Tests sind. Aber in einer größeren Testsuite eben könnte ich zum Beispiel alle Tests markieren, die langsam sind, oder alle Tests, die eine grafische Oberfläche brauchen, GUI-Tests, oder alle Tests, die vielleicht Zugriff auf irgendeinen HTTP-Server brauchen. Ich habe hier gerade noch die Frage gekriegt, wie ignoriert man eine Exception, die nur manchmal auftritt, mit einem ganz normalen Try-Except-Statement von Python. Also ich könnte ja sagen, hier, anstatt dass ich PyTest-Races benutze, mache ich Try irgendwas, Except, irgendeine Exception, die mich nicht interessiert, Pause. Man muss sich dann natürlich fragen, warum habe ich eine Exception, die nur manchmal auftritt in einem Test? Kann auch sein, dass das ein schlechtes Zeichen ist und ich vielleicht irgendwie meine Tests anders schreiben muss. Aber das kommt natürlich immer sehr stark darauf an, um was es sich dann genau handelt. Zwei oder ein paar mehr als zwei Marks sind im PyTest eingebaut, aber ich werde hier vor allem auf zwei eingehen. Und zwar, wie ich Tests überspringen kann mit Skip und wie ich Tests als Expected to Fail markieren kann. Der Unterschied dazwischen ist, ich würde einen Test skippen, also überspringen, wenn er auf einer Plattform nicht laufen kann. Ich habe vielleicht eine Test-Suite, die ich auf Windows und Linux und macOS laufen lasse, aber gewisse Tests, die funktionieren auf Windows nicht oder machen da keinen Sinn. Oder wenn ich irgendwo eine Abhängigkeit habe, die vielleicht optional ist und diese Abhängigkeit jetzt nicht vorhanden ist. Ich würde einen Test als X-Fail, also Expected to Fail, markieren, wenn er eigentlich funktionieren sollte, aber die Implementation momentan nicht korrekt ist. Ich habe vielleicht einen Bug gefunden, habe mal einen Test dazu geschrieben und jetzt kann es Sinn machen, diesen Test zu meiner Test-Suite hinzuzufügen, aber als X-Fail zu markieren. Das wird dann im Output auch mit einem X angezeigt. Und je nachdem, wie PyTest konfiguriert wird, kann ich PyTest auch so einstellen, dass Tests, die so als X-Fail markiert sind, aber dann doch durchlaufen ohne Probleme, dass das dann wieder ein Fehler sein soll. Das heißt, so kann ich auch PyTest quasi dazu nutzen, um, wenn ich einen Bug jetzt versehentlich irgendwo vielleicht als Teil eines Refactorings oder so versehentlich behoben habe, sagt mir dann PyTest, hey, du hast hier noch einen X-Fail-Test, vielleicht auch verlinkt irgendwo zu einem Jira-Ticket oder so. Und dann weiß ich, oh, ich habe da mehr oder weniger zufälligerweise ein Problem behoben. Ist mir schon so passiert selber. Um diese Tests als Skip oder X-Fail zu markieren, gibt es zwei Varianten. Zum einen kann ich wieder diese Marks benutzen, also PyTest Mark X-Fail. Kann hier auch einen Grund mitgeben, eben zum Beispiel auch einen Link zu einem Ticket. Oder PyTest mark skip if, da gebe ich als erstes Argument eine Bedingung an, wann das geskippt werden soll, also eben zum Beispiel, wenn ich auf Windows bin. Und auch hier kann ich wieder einen Grund angeben. Alternativ kann ich auch pytest.skip oder pytest.xfail als Funktion aufrufen.
Da kann ich dann innerhalb eines Tests vielleicht, wenn ich irgendwie etwas Aufwendigeres prüfen will, dann den Test doch noch überspringen. Kann ja zum Beispiel sein, dass ich irgendwo auf einen Server zugreifen will oder so für einen Systemtest und dieser Server gerade nicht erreichbar ist. Und dann will ich den Test vielleicht nicht failen, sondern halt einfach überspringen. Ich werde hier auch noch kurz ein paar Demos machen zu den Marks. Ich habe hier also einen Test, den ich skippen will. Ich mache es jetzt mal so, dass dieser Test eigentlich fehlflaggen würde. Ich mache hier also jetzt ein paar Testmarks skip, nicht skip if, weil mit skip if würde ich eine Bedingung mitgeben. Mit skip wird er einfach immer übersprungen. Und ich mache einen Test, der als X-Fail markiert wird. Wenn ich jetzt PyTest darauf ausführe, dann sehe ich hier one skipped, one X-Failed. Und im Output, anstatt den grünen Punkten, kriege ich ja auch ein S und ein X. Wenn ich jetzt mehr Infos dazu will, zu diesen Tests, die irgendwo so einen speziellen Status haben, kann ich minus R mitgeben, wie Report, und dann eigentlich die Buchstaben, zu denen ich mehr Infos will. Also RSX zum Beispiel zeigt mir mehr Infos an zu den Skipped und X-Fails Tests. Und dann sehe ich hier auch, welche Tests und warum diese übersprungen wurden. Es wird standardmäßig nicht angezeigt, weil wenn ich ein bisschen eine größere Test-Suite habe, mit vielleicht Hunderten von Tests und dann vielleicht irgendwie Dutzenden, die übersprungen werden auf gewissen Plattformen oder so, dann wäre dieser Output ja eher störend, dann, weil ich meistens dann nicht an den übersprungenen Tests interessiert bin, sondern ja primär an diesen, die entweder okay sind oder fehlschlagen. Ich kann jetzt nur als kurze Demo, weil ich das bei den Fixtures noch zeigen will. Statt diesem Marker kann ich auch pytest.skip als Funktion aufrufen. Wenn ich jetzt hier wieder PyTest aufrufe, dann kommt das auf dasselbe raus. Oft lohnt es sich eher die Marker zu verwenden, weil PyTest dann schon bevor der Test effektiv ausgeführt wird, weiß, dass der übersprungen wird. Aber manchmal eben, wenn man versucht zum Beispiel einen Server zu erreichen oder so, kann es Sinn machen, das auch innerhalb eines Tests zu machen oder innerhalb einer Fixture, wozu ich nachher noch kurz kommen werde. Ein weiteres sehr nützliches Feature von PyTest ist, dass ich Tests parametrisieren kann. Ich kann also denselben Test mit mehreren Werten ausführen. Ich nutze dazu einen Decorator PyTest_mark_parameterize. Gebe dann als String die Argumente mit, die ich parametrisieren will. Und dann eine Liste von Werten. Wenn ich mehrere Argumente parametrisieren will, kann ich ja auch eine Liste von Tupeln mitgeben. Jedes Tupel hier ist also ein Test. Und es werden jetzt hier quasi 6 Tests generiert aus diesen 2. Es werden 2 davon fehlflaggen, nämlich hier mit dem 7, weil ich ja prüfe, ob diese Zahlen gerade sind. Und dieses 1,1 hier, weil ich prüfe, ob da die eine Zahl und die andere Zahl genau um 1 verschieden sind.
ich jetzt hier also PyTest ausführe auf dieses File, dann sehe ich hier, dass Test is even mit drei verschiedenen Werten ausgeführt wurde. Test Successor mit diesen drei Paaren. Zwei Tests sind gefailed. Und im Gegensatz zu einer Vorschleife oder so innerhalb eines Tests sehe ich hier auch ganz genau, welche Werte wurden getestet. Und mein Test läuft weiter, wenn einer dieser parametrisierten Werte fehlschlägt. Dann kommen wir zu Fixtures. Das ist ein relativ langes Thema, da werde ich jetzt in der verbleibenden Viertelstunde oder so nicht im Detail darauf eingehen können. Aber ein ganz zentrales Konzept im PyTest. Fixtures sind dazu da, um eben Setup und Teardown von Tests zu entkoppeln. Das heißt, die Fixtures kümmern sich darum, uns irgendwelche Objekte bereitzustellen für die Tests. Und die Tests können diese dann nutzen und ich kann auch Fixtures kombinieren oder die gleiche Fixture aus ganz verschiedenen Tests nutzen. Das ist etwas, was mich am Anfang, als ich mit Unit-Tests der eingebauten Unit-Test-Library in Python angefangen habe, ziemlich gestört hat, weil man da ja Testklassen hat mit diesen Setup- und Teardown-Methoden und sobald man die irgendwie frei miteinander kombinieren will, muss man anfangen, dann irgendwelche Subklassen zu machen und so und das kann sehr schnell ziemlich chaotisch werden. Wenn wir mit diesen Fixtures dieses Setup und Teardown in eine Funktion kapseln können und die Funktion dann nutzen können aus unseren Tests. Ich will dazu zuerst kurz was zu Dependency Injection sagen. Und zwar ist Dependency Injection eigentlich ein großes Wort für ein relativ simples Konzept. Wenn ich hier einen Mail-Sender habe, und der braucht irgendwo eine Verbindung zum SMTP-Server. SMTP ist das Protokoll, was normalerweise benutzt wird, um Mails zu verschicken. Dann könnte sich dieser Mail-Sender in seinem Konstruktor darum kümmern, dieses SMTP-Objekt selbst anzulegen. Alternativ aber könnten wir auch sagen, das Ding, was uns den Mail-Sender anlegt, diese Funktion oder diese Klasse, die ist dafür verantwortlich, hier ein Serverobjekt zu vergeben. Das heißt, der Caller ist dann dafür verantwortlich, diese Objekte anzulegen. Und die Fixtures im PyTest bauen eigentlich darauf auf. Und zwar definieren wir eine Fixture, indem wir eine Funktion schreiben mit einem gewissen Namen. Dieser Name der Funktion ist der Name der Fixture. Und ein Test nutzt diese Fixture, indem er ein Argument hat mit demselben Namen. Das mag am Anfang ein bisschen seltsam wirken, weil das jetzt nicht ein Konzept ist, was man sonst in Python sieht. Aber auch da geht es wieder darum, Boilerplate zu vermeiden. Ich muss jetzt also nicht noch irgendwie einen Decorator schreiben, wo ich sage, füll mir das SumValue-Argument bitte mit der Fixture namens SumValue aus. Da würde ich dann ja ziemlich viel Dinge repetieren. So ein PyTest schaut sich die Argumente an der Funktion, alle, die nicht mit Parameterize parametrisiert sind, und fängt dann an, diese Werte zu injecten, basierend auf diesen Namen der Argumente. Weil PyTest ja meine Tests aufruft, ist PyTest danach dafür verantwortlich, das entsprechend auszufüllen. Wenn ich jetzt also hier diese Datei habe mit SumValue, und eine Testfunktion, die diese SumValue-Fixture nutzt. Dann kann ich PyTest darauf ausführen mit einem Setup-Show-Argument, was mir anzeigt, wie diese Fixtures angelegt werden. Ich sehe jetzt, dass die Fixture angelegt wird, der Test dann geskippt wird, vermutlich, weil ich da versehentlich eine Änderung schon gemacht habe, die ich eigentlich nicht wollte. Kurz die Datei anschauen, die effektiv da liegt. Genau, ich bin hier jetzt schon einen Schritt voraus, Entschuldigung. Aber was man eigentlich sehen sollte, ist, dass der
dass die Fixture angerichtet wird, der Test hier jetzt laufen würde und nach dem Test die Fixture aufgeräumt wird. Wenn ich jetzt PyTest.skip und statt in einem Test in eine Fixture aufrufe, dann werden alle Tests, die diese Fixture nutzen, übersprungen. Es kann also auch wieder ganz nützlich sein, wenn ich eine Fixture habe, vielleicht für eine Datenbankverbindung oder so, für irgendwelche Systemtests. Und wenn die Datenbank gerade nicht verfügbar ist, weil ich vielleicht irgendwo im Homeoffice arbeite oder so, dann könnte ich aus dieser Fixture, die die Verbindung herstellt, pytest.skip aufrufen. Und anstatt dass meine Tests dann fehlschlagen, werden die dann automatisch übersprungen. Wie gesagt, sind Fixtures dafür da, um Dinge modularer zu machen. Heißt also, ich kann auch eine Fixture aus einer Fixture nutzen. Wenn ich hier meine Fixture Answer habe, die 42 zurückgibt, kann ich damit eine Fixture Half the Answer machen, die Answer nutzt und durch 2 teilt. Und Tests können dann entweder direkt die Answer Fixture oder diese Half the Answer Fixture nutzen. Jetzt kann man sich das schon vorstellen, wie das dann vielleicht bei einem komplexeren Projekt aussieht. Das kann dann sein, dass ich vielleicht bei einer GUI-Applikation habe ich irgendwo ein Main-Window und ich habe darin vielleicht eine Status-Bar und will dafür Tests schreiben. Und jetzt kann ich eine Fixture machen, die mir die Status-Bar bereitstellt, die dann testen und aber auch eine Fixture, die das Main-Window bereitstellt, die Status-Bar nutzt und in etwas Größeres kombiniert. Und diese Modularität, dass ich Fixtures so einfach kombinieren kann, ist meiner Meinung nach eines der zentralen Features von PyTest. Wir haben also gesehen, Fixtures werden von einer Fixture-Funktion zurückgegeben. Jede Fixture hat einen Namen, der Funktionsname. Und Testfunktionen kriegen diese Fixture, wenn sie ein Argument haben mit demselben Namen. Außerdem haben wir gesehen, dass Fixtures auch andere Fixtures nutzen können. Als nächstes werden wir uns ganz kurz anschauen, wie Fixtures gecached werden können. Also wenn ich irgendwo etwas habe, was ein bisschen länger dauert, wie ich da einen Wert zwischenspeichern kann zwischen den Tests und wie ich Cleanup mache aus einer Fixture, wenn ich Dinge aufräumen will, nachdem der Test beendet worden ist. Zum Caching Scope, auch hier werde ich die Demo wieder überspringen. Ich kann hier einen Scope mitgeben, das ist standardweise Function. Das heißt, für jede Testfunktion wird dieser Wert neu generiert. Das heißt, das würde jetzt hier 4 Sekunden dauern mit 2 Tests. Ich kann stattdessen jetzt anstatt Function aber auch Module mitgeben. Was PyTest dann sagen würde, speichere bitte diesen Wert für das ganze Testmodul. Es würde dann also nur noch einmal aufgesetzt, nur einmal diese 2 Sekunden dauern und die Tests laufen dann schneller durch. Das kann ganz nützlich sein, eben wenn man vielleicht irgendwo irgendwas hat, eine Datenbank vielleicht, die ein paar Sekunden braucht, bis die aufgesetzt ist, dann will man die vielleicht nicht für jeden Test aufsetzen. Es kann aber auch ein bisschen gefährlich sein, weil man will ja dann verhindern, dass Tests voneinander abhängig sind und muss dann schauen, dass diese Datenbank irgendwie trotzdem aufgeräumt wird nach jedem Test. Aufräumen kann man Dinge, indem man in einer Fixture nicht return benutzt, sondern yield. Yield ist ein Python-Keyword, worauf ich jetzt nicht genauer eingehen will. Das ist so etwas Ähnliches wie return, aber es erlaubt PyTest dann, diese Fixture-Funktion zu einem späteren Zeitpunkt ab hier weiterlaufen zu lassen. Heißt also, hier wo das yield ist, läuft unser Test. Und nach dem Test wird diese Finish-Methode aufgerufen auf unserem Objekt. Auch hier überspringe ich die Demo, weil das gleiche Konzept wird bei einer späteren Demo nochmal gezeigt. Wir können Fixture auch in eine conftest.py-Datei verschieben. Dadurch sind dann diese Fixtures nicht nur für die Tests in einem File,
sichtbar, sondern für alle Tests, die im gleichen Verzeichnis oder in unteren Verzeichnissen liegen. Oft hat man für ein Projekt dann eine zentrale Conftest-Pi und hat irgendwo bestimmte Fixtures, die halt für alle Tests nützlich sein können, die dann darin definiert sind. Je nachdem, wo man die Fixture definiert, ist die entsprechend sichtbar. Also wenn ich sie in einer Klasse definiere, ist sie nur für Methoden von dieser Testklasse sichtbar. Wenn ich sie in einem Modul definiere, nur in diesem Modul. Und wie gesagt, in einem Conftest-Pi dann für alle Tests in diesem Verzeichnis oder in Unterverzeichnissen. Was wichtig ist, Fixtures werden nicht importiert, sondern PyTest findet die automatisch und die sind dann quasi globale Objekte. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, gerade in größeren Projekten, aber ist einfach historisch so gewachsen. Ich persönlich würde das inzwischen anders lösen im PyTest, aber mit einem Projekt, das jetzt doch schon irgendwie deutlich über 10 Jahre aktiv ist, kann man das halt nicht mehr so von heute auf morgen ändern. PyTest bietet uns einige Built-in-Fixtures. Hier bin ich jetzt am Punkt, wo ich ein paar Folien überspringen werde, damit ich noch kurz ein paar Dinge zur Migration zu PyTest und zu Plugins erzählen kann. Aber hier eine kurze Übersicht, was es denn so gibt. Es gibt eine Fixture TempPath, die uns ein temporäres Verzeichnis für unsere Tests bereitstellt. Eine Fixture MonkeyPatch, die uns helfen kann, Dinge wegzupatchen, also irgendwelche Objekte oder Funktionen, die uns irgendwo im Weg sind, durch Mocks oder durch Fakes zu ersetzen. Wir können den Standard-Output eines Tests ebenfalls capturen, wie das PyTest schon macht, und auf diesen Text dann zugreifen, um zum Beispiel irgendwelche Ausgaben zu prüfen. Wir können dasselbe machen mit Logging-Ausgaben. Und eine Fixture kann Informationen über den momentan laufenden Test auf solche Informationen zugreifen. Fixtures können auch ein Argument nehmen namens AutoUse. Damit können wir sagen, diese Fixture soll immer ausgeführt werden, egal ob Tests dann auf sie zugreifen oder nicht. Es kann ganz nützlich sein, wenn wir irgendwas schon ganz am Anfang aufsetzen wollen, eine Datenbank zum Beispiel, oder wenn wir gewisse Schritte einfach vor und nach jedem Test machen wollen. Hier jetzt noch eine größere Demo zu Fixtures. Und zwar habe ich ein Database-Objekt. Das erstmal angelegt wird, irgendwo in einer Fixture. Und um jeden Test herum soll Begin und Finish aufgerufen werden. Heißt also, ich habe quasi sowas wie Transactions. Ich will die Datenbank nicht neu aufsetzen bei jedem Test, aber die Datenbank bietet mir eine Funktion, um zu sagen, nach jedem Test bitte die Änderungen, die jetzt da abgelaufen sind, die sollen nicht in die Datenbank übernommen werden, sondern die sollen verworfen werden. Man könnte es auch Rollback nennen hier. Und wenn ich jetzt eine Fixture habe, die dieses Database-Objekt bereitstellt und diesen Caching-Scope-Module hat, oder vielleicht Session, also für die ganze Test-Session will ich die gleiche Datenbankverbindung nutzen, weil das einfach zu lange dauert, um die einzurichten oder um dazu zu verbinden. Kann ich hier eine zweite Fixture machen, die automatisch benutzt wird, die auf diese Database-Fixture zugreift und um jeden Test herum dieses Begin und Rollback ausführt. Wenn ich jetzt einen Test habe,
der mir was ausgibt und vielleicht noch einen zweiten Test. Und jetzt dieses ganze Ding hier ausführen mit diesen zwei Fixtures. Eine Fixture, die die Datenbank bereitstellt und eine Fixture, die die Datenbank-Fixture nutzt und diese Transactions implementiert. Dann sehe ich jetzt hier, um jeden Test herum läuft diese Transaction. Und die Datenbank wird ganz am Anfang einmal eingerichtet hier und am Schluss aufgeräumt. Ich könnte das jetzt auch noch mit minus S ausführen, um den Standard, um den Output zu sehen. Und sehe hier auch nochmal Creating DB ganz am Anfang, Beginning und Finishing Transaction um jeden Test. Und hier am Schluss könnte ich noch was aufräumen, was jetzt diese Fixture hier nicht macht. Gut, dann noch kurz ein paar Worte zu Plugins. Und zwar klingt Plugins ja erstmal nach einem schwerfälligen Konzept. Oft, wenn ich für irgendwas ein Plugin schreiben muss, dann muss ich da noch irgendwie einen File mit Meta-Infos schreiben und so. Ich muss das Plugin vielleicht irgendwo in den Store hochladen und was weiß ich. Das kann ich bei PyTest, muss es aber nicht. So ein conftest.py-File, was wir vorhin schon kurz gesehen haben, ist eigentlich schon ein PyTest-Plugin. Ich kann also schon PyTest-Hooks implementieren in diesem conftest.py-File und dadurch das Verhalten von PyTest in verschiedensten Weisen eigentlich fast komplett beeinflussen. Diese Hooks sind einfach Funktionen mit einem Namen, der mit PyTest underline beginnt. Ich habe jetzt hier drei kurze Beispiele zu den Plugins. Und zwar zum einen ein Plugin, was einfach ein paar Informationen zusätzlich anzeigt. Das implementiert das PyTest Report Header Hook und das PyTest Terminal Summary Hook. In diesem Terminal Summary Hook schauen wir außerdem, ist die Verbosity hochgestellt, also wurde PyTest mit minus V ausgeführt. Und falls ja, wollen wir eine neue Sektion ausgeben im Terminal. Ich zeige das am besten kurz. Wenn ich jetzt hier also PyTest ausführe, dann sehe ich hier meine Extra-Info in diesem durch diesen Terminal Summary Hook, also so Versionsnummern und so ausgegeben werden. Da könnte ich jetzt irgendwelche Versionen von meinen eigenen Libraries ausgeben zum Beispiel. Und wenn ich einen alten Testlog anschaue, vielleicht irgendwo von einem CI-System, dann sehe ich hier sofort, welche Versionen wurden da benutzt. Wenn ich jetzt PyTest mit minus V ausführe, sehe ich hier zusätzlich diese Report-Section. Ich könnte hier also irgendwo eigene Logs oder Dateien oder irgendwas noch ausgeben, die halt nützlich sind, in so einem Log-File vielleicht von PyTest. Man sieht ja schon, das klingt alles ganz kompliziert mit den Plugins, sind aber jetzt effektiv irgendwo 5-6 Zeilen Code. Das heißt, so schnell kann ich anfangen, PyTest zu erweitern. Kann auch eigene Command-Line-Optionen hinzufügen. Mit der PyTest-Add-Option-Hook kann ich also zum PyTest-Command-Line-Parser sagen, ich will eine neue MyOpt-Option und in der Fixture die dann verpacken. Einfach damit Tests nicht hier auf dieses Config-Objekt zugreifen müssen, sondern direkt die MyOpt-Fixture nutzen können. Das könnte ich benutzen auch wieder, um irgendwo eine IP oder sowas für den Datenbank-Server anzugeben für Systemtests. Oder aber ich schreibe vielleicht Tests, die sowohl gegen ein Mock-Objekt, was lokal läuft, als auch gegen den richtigen Server laufen kann, um sicherzustellen, dass das Objekt, das Mock-Objekt, dass das nie irgendwie veraltet wird. Und dann könnte ich hier eine Config-Option haben, Real Server oder so. Und wenn diese Option gesetzt ist, dann läuft PyTest gegen den richtigen Server anstatt gegen dieses Fake- oder Mock-Objekt. Als letztes Beispiel will ich noch kurz zeigen, wie man eigene Collection-Plugins schreiben kann.
beziehungsweise nicht wie, aber dass man diese schreiben kann. Ich komme dazu zurück auf das Beispiel der Firma, die Codex testet mit PyTest. Und zwar habe ich an diesem Punkt ja eigentlich gar keinen Grund mehr, meine Tests als Python-File zu schreiben. Ich könnte stattdessen ein Format wie YAML benutzen. Das ist ein Format ähnlich wie JSON zum Beispiel, in dem ich Infos abspeichern kann. Und könnte sagen, das hier ist ein Test. Ein Test hat einen Namen, hat einen gewissen Typ, was geprüft werden soll. Und dann sowas wie ein Input-File und eine Komprimierung, die ich dann erwarte, wenn ich diesen Codec MP3 zum Beispiel über dieses Input-File laufen lasse. Ich kann jetzt also auch wieder relativ simpel eigentlich ein Plugin schreiben, bei dem Tests jetzt nicht mehr Python-Files sind, sondern ich sage dann, Tests sind diese YAML-Files. Und das Plugin entscheidet dann, wie ich diese Tests ausführen soll und wie die Tests reported werden sollen. Diese Tests werden dann von Python gefunden und ganz normal wie auch andere von PyTest gefunden und ganz normal wie auch normale Python-Tests ausgeführt. In meinem Webbrowser-Projekt habe ich zum Beispiel Tests, die einfach nur eine HTML-Datei sind. Und mit einem Kommentar in dieser HTML-Datei lege ich fest, was der Output oder das Verhalten ist, was ich erwarte. Es geht jetzt darum, Links zu folgen. Ich schreibe also einen Kommentar, ich erwarte, dass man da landen soll, wenn man diesen Link folgt. Und diese HTML-Files oder ein so ein HTML-File ist dann ein Testcase, was von PyTest gelesen wird. Heißt also, wenn ich einen neuen Testcase will, muss ich nur ein neues HTML-File schreiben und muss keinen Python-Code mehr dazu schreiben. Gut. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte, was es denn noch so für Plugins gibt. Es gibt fast 1000 Plugins inzwischen. Die Zahl steigt ständig. Also jedes Mal, wenn ich diesen Kurs neu gebe, aktualisiere ich diese Zahl und sie geht wieder um 100 hoch oder so. Vier Plugins aus dieser Liste, finde ich, sind so die Plugins, die ich fast immer nutze. Zum einen Hypothesis für Property-Based Testing. Sowas wie ein Fuzzer, bei dem meine Tests dann mit zufallsgenerierten Werten getestet werden und ich gewisse Invariants angeben kann. Ich kann also zum Beispiel sagen, wenn ich irgendwo einen Encode und Decode habe, dann soll ich irgendwas encoden können, das wieder decoden und es soll dasselbe rauskommen, wie ich am Anfang gehabt habe. Es kann ein super Plugin sein, um Fehler zu finden, die man sonst nie gefunden hätte, weil man gar nicht auf die Idee kommt, solche Tests zu schreiben, wie dieses Plugin generiert. Es gibt PyTest InstaFail, was ein bisschen anpasst, wie der PyTest Output funktioniert, dass Fehler sofort angezeigt werden im Detail, anstatt dass man warten muss, bis die komplette Test-Suite durchgelaufen ist. Sowie PyTest Cough und PyTest Mock, die Dinge integrieren, die auch oft mit Tests zusammen benutzt werden, also Test Coverage, was mir sagen kann, welcher Teil meines Codes wird getestet bzw. nicht getestet. So, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte, bis auf ein bisschen Eigenwerbung, böse gesagt. Ich wäre natürlich trotzdem froh, wenn Sie noch kurz eine Minute zuhören. Es gibt insgesamt eigentlich drei Tools, die so ein bisschen Hand in Hand spielen. Wir haben jetzt hier PyTest angeschaut. Es gibt aber auch noch Tox, wo wir Tests oder andere Tools mit verschiedenen Python-Versionen ausführen können in einer standardisierten Art. Und DevPy, was ein lokaler Package-Server ist, ganz ähnlich zu PyPI, den ich also irgendwo in der Firma laufen lassen kann. Und wo dann die Entwickler zum Beispiel ihre PyTest-Plugins dort hochladen können und mit anderen Leuten in der Firma teilen können, ohne diese öffentlich machen zu müssen. In dieser Stunde konnte ich natürlich nur auf PyTest eingehen und auch da nur auf ein ganz kleines Subset von dem, was ich in den vollen Kursen erzähle. Wir haben hier jetzt so die Basics gesehen. Ja, wie wir Tests mit PyTest schreiben, wie Fixtures funktionieren und wie, zur Migration haben wir jetzt nicht viel gesehen, aber auch das wäre Teil vom vollen Kurs. Vielleicht nur noch kurz einen Satz dazu. PyTest kann auch bestehende Unit-Tests
Test-Suites ausführen. Es gibt also eine sehr große Chance, dass man PyTest auf ein bestehendes Projekt einfach ausführen kann und die Tests, ohne dass man da was umschreiben muss, laufen wie gehabt, aber man profitiert halt von den PyTest-Features dazu. Ich gehe im vollen Kurs ebenfalls dazu ein, wie Mocking funktioniert. Ich werde noch mehr dazu erzählen zu den Plugins, wie man Hypothesis nutzen kann, um ebenso Testdaten zu generieren, wie man Tests gegen externe Geräte oder C-Libraries zum Beispiel schreibt und wie man diese Plugins schreibt, um PyTests zu erweitern. Wie gesagt, gehe ich danach auf Tox und DevPy ein, wie man Continuous Integration mit Tox kombiniert. Und in solchen Kursen, zumindest in Firmenkursen, ist auch immer ein Open Space dabei. Also ich versuche mir immer mindestens einen halben Tag, idealerweise ein bisschen mehr Zeit zu nehmen noch, für Diskussionen, für Fragen und auch so ein bisschen Consulting. Also wir können dann gerne auch anschauen, wie man PyTest am besten nutzt mit den Projekten, die in der Firma schon existieren. Wenn das alles jetzt interessant klingt, dann würde ich mich freuen, Sie vielleicht an einem der Kurse zu sehen. Ich werde am 8. September, also ich glaube in 3 Wochen, an der Hochschule Luzern in Rotkreuz an den CH Open Workshop Tagen einen Tag lang einen Workshop zu PyTest machen. Falls das vom Ort und vom Datum her für Sie passt, wäre ich froh, wenn Sie sich bis, glaube ich, spätestens nächste Woche anmelden könnten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber sicher die einfachste Variante für so einen Kurs. Im Februar 2021 sollte das heißen, Entschuldigung, gebe ich für die Python Academy in Leipzig einen physischen Kurs für 3 Tage, der zusätzlich auch online verfügbar ist. Da finden Sie mehr auf pythonacademy.de. Und ich würde mich natürlich freuen, on-site in Ihrer Firma auch einen Firmenkurs zu geben. Es kann auch remote sein oder als Form eines Open Trainings, also gesponsert von Ihrer Firma ein PyTest-Training, das aber öffentlich ist, wo Sie als Sponsor auftreten und ich als Trainer. Da kann ich reden zu Python, PyTests, aber auch dazu, wie man GUI-Applikationen schreibt mit Python und Qt. Da habe ich ja ebenfalls bald 7 Jahre Erfahrung darin. Wenn das alles interessant klingt, dann würde ich mich freuen, von Ihnen zu hören auf florian@bruhin.software. Hier vielleicht muss ich dazu noch erwähnen, Software als Top-Level-Domain, also nicht noch irgendwo ein .ch dran. Ja gut, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war okay, dass ich doch ein paar Minuten überzogen habe. Sie können mich gerne auch per E-Mail erreichen, auch wenn Sie jetzt noch Fragen zum Kurs oder zu PyTest haben, dann werde ich die auch gerne beantworten, solange das nicht irgendwie überhand nimmt. Wie gesagt, auf florian@bruhin.software oder Sie sehen hier auch meine Telefonnummer, falls Sie an einem Kurs interessiert sind. Gut, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.